Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Underground 2. Und ja, letztens war ich ja, ich sag mal zum Schluss, etwas aggro, weil ich zurückschauen wollte, aber vergessen habe, dass das Spiel abgestürzt ist und deswegen, hatte ich kein Ding. Warum haben wir nur 400 Geld? Hä? Warum habe ich nur 400 Geld? Hatte ich nicht mehr? Ich habe doch gar nichts mehr beim Ding verändert, oder? Beim Bischof. Ich gehe ganz kurz erkunden und pausiere so lang. Erkundung beendet. Nein, wir hatten nicht mehr Geld. Hä, warum wird mir das jetzt nicht angezeigt? Habe ich das nicht GPS? Und ja, heute fahren wir wieder mit dem Lexus. Mal gucken, ob er mich dieses Mal nicht mehr wieder so aggressiv macht. Ansonsten müssen wir uns echt ein anderes Auto ansehen. Heranschaffen. Ja, wo ist es denn? Ah, da. Gut. Ja, dafür konnte ich jetzt nichts, dass ich den rausgeschossen habe. Alter, was macht denn der Lexus schon wieder? Show. Hallo? Boah, der hätte mich jetzt eiskalt in die Wand gedrückt, die Sau. Wie fahren die Kurve bitte? Ohne Bremsen, voll durch. Warum bremst er mich komplett aus? Hallo? Ich hasse die KI. Die fährt ihr eigenes... Die fährt ihre Linie, egal ob da jemand drauf ist oder nicht. Mega unfair halt. Und dann bremsen die da so stark, wo man gar nicht so stark bremsen muss. Alter Lexus.
Die Kurve kann man nicht mit Vollgas-Speed nehmen. Hört auf damit. Haut mir natürlich voll in die Karre. Was denn auch sonst? Mein Bildschirm flackert schon wieder. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt schon wieder. Ja, tut mir leid, dass ich gerade etwas ruhiger bin, aber ich will das Rennen jetzt nicht verkacken. Sobald mein Auto quer geht, kommen die ran. Ich will nicht, dass mein Auto quer geht. Wir können halt unseren Sponsorenvertrag nicht erfüllen, wenn wir kein 3-Sterne-Auto haben. Ja, wie fanden die Kurve? Ich raste manchmal echt aus. Ich verstehe nicht, wie die KI die Kurven so nehmen kann. Wenn ich die Kurven so nehmen würde, dann wüsste man eh schon, was passiert. So, letzte Runde. Warum? Ja gut, werden wir halt letzter, ist mir jetzt auch scheißegal. Fix Spiel. Also, es kann echt nicht wahr sein. Jedes Mal in der letzten Runde. Wie nehmen die Kurven? So kann man die Kurven gar nicht nehmen. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass man die Kurven so nimmt. Ich nehme jetzt die Kurven wie die. Ist mir scheißegal.
So, sie bremsen ganz kurz an und fahren dann ganz außen rum. Mache ich auch. Hat doch super funktioniert. Echt krass hat das funktioniert. Sag ich euch. So krass hat noch nie irgendetwas funktioniert wie das. Ich will nicht nochmal das Scheißrennen da fahren, das behinderte Drecksrennen. Ich drehe jetzt einfach hier hin rum. Das kann nicht sein. Ich nehme erst 11 Minuten auf. Am liebsten würde ich die Folge jetzt schon wieder beenden. Ich finde das Spiel so echt geil, aber die KI ist einfach der Untergang für mich. Und dann bin ich die ganze Zeit im Onkel unkonzentriert und fahr richtig kacke. Der Corolla ist vom Handling echt noch immer das beste Auto. Der fährt nämlich wie so ein Go-Kart. Könntest du vielleicht aufhören, mich rumzudrehen? Fick Arschlochhuren, Wichser. Ich dreh den jetzt rum, ist mir scheißegal. Er dreht mich rum, ich dreh ihn rum. Und so einfach ist es.
Weil ich bin jetzt echt ein faires, sauberes Rennen gefahren und auf einmal kommt er an und dreht mich rum. Das lasse ich nicht mit mir machen. Eventuell könntet ihr vielleicht aufhören, die Kurve einfach ohne Bremsen zu nehmen. Ich probiere das jetzt nächste Runde. Ich nehme die Kurve einfach ohne Bremsen. So wie die. Weil ich weiß, dass die da nicht gebremst haben, weil ich es nur angetippt habe. Natürlich habe ich es vergessen. Oh nein, die Kurve war das, ne? Habe ich den nicht gerade rumgedreht? Wie kann denn der schon wieder da sein? Ja, er hat mich gerammt. Hallo. Ja, jetzt musste ich bei der Kurve bremsen auch nicht, da ich hier schon so viel verloren habe an Geschwindigkeit. Wenigstens gewonnen. Mein Corolla lässt mich nicht im Stich. Ja, ich muss den Sponsorenvertrag beenden. Den Sponsorenvertrag können wir das komplett vergessen. Welche Bewertung hat denn eigentlich das Auto? Sieht man das eigentlich in der Garage? 1,33, 1,78.
Spiegel kennt sich keiner mehr aus, oder? Dann sind wir jetzt schon mal auf 2 Sterne, brauchen nur noch einen. Fahren wir Outruns. Müssen wir zuerst. Ein Spezialevent. Ein Fan-Team dreht eine neue Folge von 4 to the Floor. Sieh zu, dass du die Ziellinie als Erster überfährst, dann bist du bestimmt dabei. Das ist direkt ein Foto, cool. Speed 2-Echse funktioniert nicht mehr. Ja, wie lange wird es wohl dauern? Es wird nach einer Lösung für das Problem gesucht. Abbrechen. Games, bis gleich.